So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Craftventure. Diesmal habe ich euch das Winter-Event 2020-2021 mitgebracht. Und schaut mal, es ist wieder ein bisschen größer geworden als im letzten Jahr. Und auch hier wieder mit Daily Chest. Die habe ich heute noch nicht geöffnet. Oh, ist das nicht was? Ein Träumchen. Ich kann ja mal gucken, ob nicht das bisschen Render-Distanz hochstellen. Vielleicht sieht man dann alles. Naja. Die Render-Distanz bei mir hat irgendwie so ein Limit erreicht. Na egal. Also ihr seht, da oben ist ein kleiner Berg. Hier haben wir wieder offensichtlich eine Schlittenfahrt. Und ein großer Eisring in der Mitte. Und ganz viel Freude drumherum. Ja, das werdet ihr sehen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal los und gucken uns das Gebietchen an. Ne? Winter 2020. Ich muss mich leider an dieser Stelle entschuldigen. Dadurch, dass ich das etwas spät aufnehme, haben die weihnachtliche Atmosphäre schon gekillt, sag ich jetzt mal. Und im Hintergrund die normale Main Street Musik laufen. Und demzufolge ist hier das ganze Themengebiet über keine Wintermusik, sondern Main Street Musik. Es tut mir jetzt schrecklich leid, aber ja. Können wir nicht ändern. Ja, ist so ein bisschen hier in Austria-Style gehalten. Winterspaß, Action. Schöne Gebäude. Hier ein Ice Skates kann man sich hier kaufen. Gucken wir uns nochmal an, was wir hier haben. Schönes. Wir haben hier die Boots Ice Skates Limited Edition und die Boots Enchanted Ice Skates. Und ihr seht hier alle Häkchen. Man braucht alle Achievements, die man hier in diesem Winter-Event kriegen kann. Und ja, ihr seht die jetzt hier alle. Ich gehe die gleich nochmal einzeln durch. Wir gucken uns mal diese einzelnen Dinge an. Ihr seht hier, man kriegt dann hier diese Boots. Man ist ziemlich langsam unterwegs, aber sobald man hier auf der Eisplattform, dann scheppert's richtig. Ne? Dann geht's voran. Hier haben sie einen kleinen Gag eingebaut. Das ist ja unser schöner Willy Whitey, der immer noch den Crew-Rang will. Und er ist hier offenbar von da oben runtergesprungen, hat den Crew-Rang entdeckt und ist jämmerlich unterm Eis eingesprungen. Und wir können da leider nicht rein. Schade, schade. Dann haben wir hier unten auch noch so einen kleinen Laden, der allerdings dasselbe verkauft, nämlich hier die Ice Skates. Da kann ich jetzt auch mal die Enchanted Ice Skates anziehen. Hier sieht man die nochmal schön aufgelistet mit so einem kleinen Geheimnis hier, was kein Achievement ist. So ein kleiner Hintereckchen. Genau. Nichts, wofür man sich fürchten sollte. Und ja, das sind die Enchanted Ice Boots. Die zeigen, man hat alle Achievements geschafft. Ne? Gut, ich setze jetzt aber mal wieder weg. Wupp, damit ich hier wieder normal unterwegs sein kann. Gucken wir uns nochmal an hier. Ja, neuerdings ist jetzt hier auch Minigames endlich mal da. Und da seht ihr auch hier zwei Minigames vom Winter-Event. Und ich wollte zu den Achievements gehen. Genau, Winter-Event Achievements. So viele Achievements gibt es hier. Einmal Daily Chest. Einfach die Chest öffnen und dann kriegt man das. Dann Daily Chest Overload. Da muss man 15 Mal die Daily Chest öffnen. Excavating a Bird ist so ein kleines, nettes... Naja, Secret ist es ja nicht. Aber es ist ein tolles. Zeige ich euch, wo das ist. Hypocrite Polarbear Cave. Eine geheime Höhle mit einem Polarbear drinne. Kim's Little Secret. Auch ein kleines Secret. Das Labyrinth schaffen. Santa treffen. Auch noch ein weiteres Secret, den Parcours schaffen, mit der Attraktion fahren, ein Geschenk finden, also wieder mal, sind überall Geschenke verstreut gewesen, dann natürlich Santa's Sleigh Ride fahren, ein Schlittenrennen fahren, einmal gewinnen beim Schlittenrennen, einmal Schnauberschlacht spielen und gewinnen und das war's auch schon, ja. Und wo wir hier schon mal sind, hier beim Eisring, kann ich euch das erste Secret zeigen hier, nämlich Menno's Crying, ist hier hinten zu sehen. Und da sieht man, Menno ist krank. Warum ist er denn krank? Gucken wir mal. Tears of Fire, Ice Away, Super Shooters and Where to Buy Them. Ah ja, und hier haben wir noch Melting. Und Frost No More. Ist das Aces Snow Programming? Ah ja, er hat also viel zu tun. Ob Aces jemals kommen wird, man weiß es nicht. Ja, aber ich habe mir jetzt gedacht,
Die Musik, die passt zwar zu dem Themengebiet nicht, aber wahrscheinlich passt es zu dem Zeitpunkt, wenn ihr euch das Video anschaut, weil dann wird es garantiert nicht mehr Weihnachten sein. Ja, gucken wir uns mal weiter, was wir hier Schönes haben. Hier ist noch ein kleiner Shop hier unten, wo es hier Holiday Balloons gibt. Da gibt es einmal den Candy Balloon. Können wir zeigen hier. Der schöne Candy Balloon. Dann haben wir noch hier den Present Balloon. So, da. Present Balloon. Und einen neuen Schneemann Balloon. Der alte gibt es ja auch noch hier. Das ist der neue Schneemann-Ballon, weil ich, sag ich mal so, damit man besser sieht. Zum Vergleich, der alte Schneemann-Ballon, der, wo haben wir ihn? Da, das ist er. Hier, der sah so aus. Und jetzt der neue Schneeballballon. So. Also man sieht hier, das Unterteil hat sich geändert, das ist jetzt hier und das Oberteil auch. Also ist ein komplett neuer Schneemann-Ballon. Gut, das wäre dieser kleine Shop. Der gegenüber sieht man die Winter Accessory, wo man einen Candy Cane sich kaufen kann. Diesmal ohne schillernd, weil vorher war das ja immer so, wenn ich jetzt mal hier reingucke, gab es hier den nur in schillernd und in grün. Aber normal gab es hier noch nicht, deswegen haben wir den jetzt auch endlich mal in normal. Und ganz nervig, die Handheld Bell, damit ist euch jeder auf den Sack gegangen hier im Winter Event. Genau, man kann ringen bis zum geht nicht mehr. Man hat Spaß. Ring, ring. Komm. Ja, ein bisschen cooldown hat es natürlich schon. Ja, genau. So, hier haben wir den Sanders Flying Slave. Das würde ich, glaube ich, zum Schluss machen, weil das nochmal so ein letzter Überblick über das Themengebiet ist. Hier haben wir noch einen weiteren kleinen Shop, wo man sich die Hüte kaufen kann. Sieht man hier auch Nutcracker Control, Mistletoe Head, Polar Bear Head. Und alte gibt es auch. Small Christmas Tree und Santa Head in der alten Variante. Das ist doch toll. Gucken wir uns erstmal die alten nochmal an. Hier den Santa Helmet Head. Den gab es schon mal. Den könnt ihr euch übrigens auch wieder über Geschenke in Schillernd kaufen. Das kommt also offenbar auch wieder. Dann natürlich noch diesen kleinen Weihnachtsbaum. Dann hätten wir hier den Mistletoe. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden begegne, müssen wir uns knutschen. Okay. So sieht der Nussknacker aus. Ganz lustiger Typ da. Ja. Ah, ich werde gerne gesteuert. Und zum Schluss noch wahrscheinlich das Highlight von vielen Leuten hier, der Polarbär-Hut. Hier schön. So, dann haben wir hier noch Kostüme. Da gibt es einmal den Christmas Tree. Falls ihr auch mal endlich Christmas Trees spielen wolltet, könnt ihr das jetzt tun. Dann noch irgendwie ein Derpy the Rock Kostüm, wer das auch immer ist. Ich habe keinen Schimmer. Und ein Polarbär. Ja, das waren hier die schönen Läden. Einen gibt es noch, der kommen ja später noch zu. Hier gibt es übrigens noch ein Verbindungsstück, womit man dann hier auf die linke Seite des Themengebiets kommt. Und dann kann man auch hier runtergehen. Genau, dieser kleine Verbindungsgang. Zeige ich euch einfach mal. Okay, gut, dann kommt man, hier gibt es noch den äußeren Verbindungsgang und von hier aus kommt man ins hintere Bereich und kommt dann hier auch noch in die Höhlen rein, auch hier ein Verbindungsgang und hier ist sogar hier Excavating a Bird, das Achievement, wo hier dieser Vogelrock von einem Nico Quandt ausgegraben wird. Nico Quandt sagt mir jetzt nichts, ist wahrscheinlich irgendein Insider bei QuirfenturQ. Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Und hier sieht man noch so einen Abschnitt des Schlittenrenns und hier auch noch so ein schönes Szeneriespiel, wo der Voss schön im Creeper Canyon Railroad hier crasht. Ist eigentlich super gelungen. Und hier kommt man auf die Rückseiten des Eventgebietes, genau. Das hier waren die Höhlen, die man hier erkunden konnte, wo die Schlittenrennen auch durchgeht. Ich gehe jetzt mal da wieder raus, wo ich hergekommen bin. So, genau. Dann haben wir hier noch den Easy Parcours, finally ein Easy Parcours. Der ist wirklich, ich finde, der Parcours, den wir jetzt sehen, der ist eigentlich szenarisch wirklich hübsch geworden. Ist mir auch gerade aufgefallen, ich habe hier vergessen, hier gab es noch. Nee, ist auf meiner anderen Seite. Okay, gut. Hinter dem Parcours gibt es nämlich noch ein Secret.
Wir gucken uns erstmal hier im Themengebiet um und dann gehen wir die Sachen ab, die wir machen können. Außerdem auch hier wieder Gonbaus Glühwein, wo man sich hier einen Gonbau Glühwein kaufen kann. Ja, ich mach mal Equippen. Zack. Bitte. Da, zack. Jetzt habe ich ihn. Und dann kann man jetzt einmal trinken. Prost. Prost, mein Ganzer. Und dann ist man ein bisschen angetrunken für 5 Sekunden. Blacks, sag ich dazu nur. In der Mitte hier dieser wunderschöne kleine Weihnachtsbaum mit Geschenken, gut gedeckt. Dann haben wir hier auf der linken Seite das Eingangshaus von dem Snowball Fight. Und oben kann man sich illegale Snowballs kaufen. Hoppala. Hoppsa. Genau, bei dem Typen hier. Hallo, mein Freund. Kannst du dir hier Snowballs kaufen? Zack, Preis. Okay. Nein, nicht mehr auf das Item. Zum frage ich mir. Ja, okay. Einmal kaufen. Zack, in die Hand genommen. Und schon hast du Schneebälle und kannst die anderen Leute damit abwerfen. Bumm. So, genau. Das ist der Sinn dahinter. Ja, auf der linken Seite finden wir noch so ein kleines... Mit so einem kleinen Schneemann. So ein kleines Häuschen hier mit diesem schönen Ace-Geweih, was es mal gab. Hier mit einer schönen Sitzecke. Kann man sich günstig hinsetzen. Im oberen Stockwerk. Mit einem kleinen Balkon. Alles sehr schön weihnachtlich geschmückt. Ja. Wunderbärchen hier, ne? Dann haben wir noch so ein kleines Campfire-Platz, wo man sich aufwärmen kann. Und hier sind im Stall ein Rudolfs Rednos Rentier mit einem normalen Rentier. Also hier kommen die Rentiere unter, wenn der Santa auf Action ist. Dann haben wir hier auf der Seite noch den letzten Shop, die Holiday Beanies. Wie man sieht, 2019-20. Und dann hier noch einen neuen, nämlich den Bluen. Ich zeige euch die jetzt mal einfach. Das wäre der eine, der normale, dann kommt der neue blaue, der sieht so aus. Dann haben wir den roten. Einen stripped. Eigentlich ist er auch blau, aber der ist jetzt stripped. Okay, und dann noch einen gelben Beanie. Ja, schön. Und hier ist der Ausgang des Schlittenrenns. Jetzt kommen wir noch auf die Rückseite von dieser Kirche. Schönen Stadtkirche. Kann man da noch hier so einen Geheimgang finden, nämlich mit den geheimnisvollen Höhle mit dem Bär. Und wir sehen, der hatte Appetit, der hat sich wen geschnappt, der unvorsichtigerweise dieses Achievement gefunden hatte. Aber zum Glück ist er jetzt satt und deswegen hat er mich nicht angegriffen. Das ist doch toll, oder? Ja, finde ich auch so. So, dann können wir hier noch weiter hochgehen. Und links hoch geht's in die Santas Workshop, wo man ihn treffen kann mit einem Elf. Hier und da geht es in die Grinch Caves, also das Labyrinth der Extraklasse. So, dann können wir hier ist der Ausgang der einen Fahrt. Genau, jetzt können wir nochmal zurückgucken. Das hier sind die Abenteuer der Rückseite, nichts, wovon man sich fürchten müsste. Ja, genau. Auch hier ist so ein kleiner Eingangsbereich gebaut für die Rückseite. Und hier oben geht es zum Rock Mountain, wo man ordentlich viel Spaß haben kann, ne? Weil von dort aus gibt es einmal hier dieses Slave Ride, Polarbia Ride und eine Schlittenfahrt. Jo, Freunde, was würde ich sagen? Ich würde jetzt einfach mal den Parcours machen. Genau, fangen wir einfach mal mit dem Parcours an. Starten wir hier final den Easy Parcours. Das heißt, ich werde jetzt auch tatsächlich den ganzen Parcours aufnehmen. Hier schön Vogelrock-Bild. Genau, wir fangen hier oben an und arbeiten uns hoch. Und ich erzähle euch ein bisschen was nebenher. Oder ich konzentriere mich einfach nur. Hoppala. Wir werden mal sehen, wie lange ich brauche. Ah. Oh. Das könnte sich in die Länge ziehen. Also, wenn Sie jetzt noch auf Toilette müssen, dann gehen Sie bitte jetzt schnell. Vielleicht bin ich dann fertig, wenn Sie wiederkommen. Oder auch nicht. Man muss übrigens, wenn man auf das Leaderboard des Parcours kommen will, muss man... Weißt du was, ich springe jetzt. Hoppala. Wenn man aufs Leaderboard des Parcours kommen will, dann muss man da tatsächlich einmal durchsprinten fast, weil 50 Sekunden sind jetzt nämlich um. Die brauchst du für fürs Leaderboard.
So, jetzt passe ich mal hier auf. Weil da ist nämlich so ein Ding, genau. Super. So. So. Und da sind wir schon oben. Und hier geht's in den weiteren Bereich. Ist eigentlich schön hier, weil man so Szenerie lang läuft beim Parcours. Ist echt cool gemacht. Und geht's jetzt hier in diese wunderschöne Eishöhle rein. Ja, Szenerie wird ja an erster Stelle geschrieben. Und man kommt hier sogar unterhalb von Vors wunderbarer Schlittenfahrt. Ihr wisst, was ich meine. Und dann kann man jetzt hier diese Höhen lang hüpfen. Hopp. Was haben wir hier? Ach, da kann man runterfallen, wenn man sich doof dusselig anstellt später. Vielleicht werde ich das auch. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Und dann haben wir hier den Hoppala. Ja. Ja, ihr seht das jetzt mal in Realzeit, wie lange so ein einfacher Parcours braucht, bis man das ungefähr vielleicht durchschnittlich mäßig schafft. Vielleicht braucht ihr auch länger, man weiß nicht. So, jetzt haben wir hier einen weiteren Bereich mit Eis und so weiter. Ja, schön. Den machen wir doch mal gleich. Hopp, hopp. Hopp. So. Genau, jetzt müssen wir hier ein bisschen. Oh. Und wieder von vorn. Es gehört ja zum Parcours dazu, dass man ab und zu wieder von vorne startet. Das Tolle ist, man wird auch immer besser. Und ich habe da so eine Regel, die lautet, wenn man einen Parcours oder beziehungsweise wenn man einen Sprung einmal geschafft hat, dann schafft man den noch ein zweites Mal. Und es tritt auch immer wieder so ein. Das ist das Fantastische. So, jetzt gucken wir mal. Oh. Leichte Probleme mit dem Sprung. Das Problem ist der Block, der da oben drüber ist. Soweit ich gehe mal ein bisschen außenrum. Nee, das will er nicht. Außenrum will er nicht. Also doch wieder den kürzesten Weg probieren. Mal gucken. Ups. Jetzt aber. Shit. Den Sprung will er nicht. Hopp, hopp. Boah, wo ich den Parcours geschafft habe, ist ein bisschen länger her. Oh, jetzt habe ich ihn geschafft. Jetzt habe ich den Sprung geschafft. Hopp. Vorsichtig. So. Jetzt kommt ein Scheißsprung. Also, das stimmt. Den wollte ich ja in einem machen. Okay. Und ab geht's. Jawoll. Supi. Jetzt kommt noch dieser Sprung hier. Jawoll. Und jetzt kommen wir zur Spitze des Eisberges. Hopp. Hopp. Und hopp. Ah, shitty. Nochmal. Aber so schwer ist es jetzt auch nicht mehr. Also ihr merkt, im Gegensatz zum Halloween-Parcours ist es hier doch etwas entspannter, dass ich das sogar ungeschnitten aufnehme. Ich bin ja ein Verrückter. Ich spiele ja gern mit meinem Leben, aber dass ich sowas mache hier. Holla. Hier kürzen wir mal schön ab. Dem Sprint-Key sei Dank. So. Gleich sind wir oben. Bist du oben, wird man dich loben. Und zack. Schon haben wir die schöne Aussicht. Auch nur 4 Minuten 38 Sekunden gebraucht. Naja. Also, ihr seht, er ist deutlich einfacher als der vorherige. Oh. Hört ihr das? Das ist der Startschuss für ein Schlittenrennen. So, hier gibt es noch so einen Secret-Eingang. Ja, du auch. Zack, und dann kommt man hier viel schneller aus dem Parcours wieder raus. Also mir hat der Parcours gefallen, weil der ist so da. Da ist das Schlittenrennen. Oh, es ist toll. Oh, es ist super. Jawohl. Also viele Leute beschweren sich ja, dass andere Weihnachts-Events viel besser gewesen wären und was weiß ich. Aber Leute, mir reicht sowas. Es ist wieder was Frisches, Neues. Man kann auch die alten Sachen nehmen und mit denen auch wieder viel Spaß haben. Das ist einfach so. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Mount Berg hoch. Den Rock Mountain. Genau. Hopp, 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 hopp. Einen wunderschönen Berg hier. Jetzt geht man nämlich nochmal durch die Höhle durch. Also einigen Leuten wird diese Strecke sehr bekannt kommen, denn das ist die Strecke, die man immer und immer wieder gehen muss, wenn man die eine Attraktion fährt. So, hier haben wir das Starthäuschen von dem Schrittenrennen.
kann man halt links anfeuern mit der Hupe oder Schneebälle werfen, je nachdem wie man es mag. Und hier auf der rechten Seite ist die kleine Polar Slope Attraktion. Da hat man hier so einen süßen kleinen... Hey, komm. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Naja, während der Fahrt zeige ich euch das dann so. Da hat man hier so einen süßen kleinen Eisbären. Und fährt eine relativ kurze Strecke runter. Aber man hat Spaß dabei. Hui. Hui. Jo. Und das war's auch schon. Da, da. Habe ich auch nochmal den Vorderteil des Bärs gezeigt. Supi. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. So Leute, als nächstes nehmen wir uns jetzt mal das Labyrinth vor. Da hat mir ein guter Kollege eine Map irgendwie zukommen lassen. Denn die Grinch Cave, die kann man eigentlich eher, ich sag jetzt mal, nur zu zweit schaffen. Weil ihr seht hier, hier sind Türen. Und wenn man da durchgeht, dann ist da meistens ein totes Ende. Und da sind ziemlich viele Türen mit sehr, sehr vielen Sackgassen. Und ja, man kriegt die Krise. Man muss das alles dann versuchen auswendig zu lernen. Oder man hat halt eine schicke Map, wie ich hier. Dann weiß man nämlich, welche Türen die richtigen sind. Und ja, das Tolle ist ja... Jetzt müssen wir gucken hier. Das ist die linke Tür. Genau. Aufpassen, dass sie durcheinander kommen. Genau, dann hier durch die Tür. Da haben wir hier das Campfire. Man muss sich nämlich das komplett selber einprägen, sollte man verrückt sein und dieses Vorhaben alleine machen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen stockig bei mir hier, weil ich jetzt hier ein bisschen versuche, das anhand... Ah, hier haben wir so einen wunderschönen Weihnachtsbaum. Lieber Weihnachtsbaum, sag mir doch, welche Tür ist wohl ein Traum? Die linke offenbar. Dann gehen wir mal hier lang, dann geradeaus und dann haben wir hier eine Tür. Ja, die haben hier zum Glück noch ein paar Sachen, woran man sich merken kann, aber man muss, wie gesagt, das komplett sich auswendig lernen, wenn man hier allein unterwegs sein sollte. Ich habe das tatsächlich mit meinem Freund gelöst und bin dann halt zusammen hier lang gegangen. Der eine hat geguckt, wo denn hier es sicher ist und ist dann dementsprechend dahin gegangen. Warte mal, ich muss mal gucken, wie sie sind. Das muss hier richtig sein. So, jetzt sind wir hier. So, drehen ein bisschen, damit ich weiß, so. Gehen wir nochmal. Ach, hier haben wir den Weihnachtsbaum. Jetzt sind wir nämlich von der anderen Seite des Weihnachtsbaums hier. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier sind wir. Okay, da. Man muss echt aufpassen hier, kann man sich echt schön leicht verirren hier. So müsste der sein. Jetzt geht man den langen Weg lang. Genau. Und die müssen zwei Türen sein, genau, und dann müssen wir jetzt durch die untere durch. Ja, ist ein bisschen kompliziert hier, das ist einfach rein. So, dann kommt hier dieses nicht durch die Tür durchgehen, wenn man dann wieder zurückkommt. Dann geht es hier so rum. Und die rechte Tür. Einmal rum. Ich hoffe, dass hier mein Kollege keinen Fehler gemacht hat. Das wird ziemlich doof. Aber ich glaube, das wird schon alles seine Richtigkeit haben hier jetzt. Und die linke Tür. Und man hat es geschafft. Sehr schön, ja. Das ist das wunderschöne Labyrinth. Ja, putzig mit dem Grinch, der seine Weihnachtsmütze verbrennt. Warum auch immer. Er will es ja schön warm haben, ne? Schöner Ausgang.